Fast 4 Jahre ist es mittlerweile her, dass ich diese absolute Legenden-Challenge gestartet habe. Ihr seid heute dabei. 2023 ist es das Jahr, in der diese Challenge tatsächlich ein zweites Mal versucht wird. Ich werde heute Minecraft durchspielen, ohne ein einziges Mal selbst zu laufen mit WASD. Bedeutet aber auch nicht, dass ich WASD einfach auf andere Tasten gelegt habe. Ist immer wieder der erste Vorschlag, den man zu dieser Challenge bekommt. Sondern wir werden den harten Weg gehen. Oder halt, weil, also... Wir können halt nicht gehen, denn wenn ich diese Tasten drücke, ihr seht selber, es passiert nichts. Ist aber trotzdem kein Problem. Es wird vielleicht ein paar Zuschauer geben, die sich sagen werden, okay, 2019 müsste das gewesen sein, dass ihr das schon mal, aber vielleicht bei mir gesehen habt. Das war eine der ersten Challenges, die mal über 10 Stunden ging. Damals war das noch was sehr Besonderes. Mittlerweile ist jedes zweite... Also nicht unbedingt jedes zweite, sondern jedes... Nein, also schon sehr viele Videos nehmen schon sehr viel Zeit immer wieder in Anspruch. Und das war damals halt mehr oder weniger was Besonderes, was sehr Neues, dass es halt mal eine Challenge gibt, die über 13 Stunden ging. Und dadurch war das eine Challenge, die sich für mich für immer in meinen Kopf eingebrannt hatte. Und ich habe letztens mal so darüber nachgedacht, wieso denn nicht eigentlich Challenges, die man in noch ganz alten Versionen gespielt hatte, jetzt nicht nochmal in der 1.19, in der vielleicht bald kommenden 1.20 noch einmal spielen und vielleicht in alten Erinnerungen, in Nostalgie ein bisschen, naja... Also, in den alten Erinnerungen Kram. Deswegen sind wir heute hier am Start und ich habe sowas von Bock auf diese Challenge. Ihr werdet euch wahrscheinlich jetzt auch fragen, wie soll das denn überhaupt möglich sein? Glaubt mir, ihr werdet im Verlauf des Videos verschiedene Techniken sehen, wie wir es hinbekommen werden, ohne WASD zu drücken, uns trotzdem fortzubewegen. Ich freue mich sehr darauf, hoffe, dass euch das Ganze gefallen wird. Lasst unbedingt einen Like da, abonniert diesen Kanal, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Und schreibt doch mal unbedingt in die Kommentare, ob ihr vielleicht noch eine andere Challenge kennt von früher, die wir vielleicht nochmal spielen sollten. Ich muss jetzt mal ganz kurz das Ganze hier clever... hinbekommen. Denn Schritt 1, und das ist auch am Anfang so, naja, die mühseligste Fortbewegungsmethode ohne WASD, da haben wir nicht viele andere Möglichkeiten. Es ist mit Booten. Ja, klingt merkwürdig und ihr werdet euch jetzt auch denken, so, okay, boah, ich muss jetzt erstmal ganz kurz, meinen Kopf einschalten, weil wir müssen das jetzt erstmal, wenn ich jetzt den Block dort place, das flutscht nach da hinten, ne? So, ja, wenn ich das Holz nicht bekomme, dann war's das, weil ich habe ein Crafting Table, aber kein Boot. Ich muss irgendwie das bekommen. Und ja, es wird heute ein intensiver Grind. Das erkennt man daran, wenn es schon eine Aufgabe ist, nur dieses Startholz zu bekommen. Aber das Rätsel ist einfach und schnell gelöst. Und jetzt haben wir mehr oder weniger die erste... Ja, ich würde sagen, das ist schon mehr oder weniger Schritt 1, den wir uns jetzt freigeschalten haben. Denn ihr werdet jetzt sehen, der erste Schritt kann gegangen werden. Und zwar... ganz einfach so. Ich kann trotzdem im Boot jetzt nicht WASD drücken. Aber dadurch, dass ich mich mit dem Boot, wenn ich es platziere, mit Rechtsklick wieder einsteige, ist es auf jeden Fall möglich, dass ich ein paar Schritte mache. Ist sehr, sehr gut und so können wir uns erstmal Stück für Stück auf Level 1 fortbewegen. Es gibt noch, sage ich mal, Erweiterungen. Level 2 und Level 3 und vielleicht sogar Level 4 werden wir uns auf jeden Fall auch nochmal später angucken. Jetzt geht es aber erstmal darum, das können wir auch direkt machen, weil wir haben ordentlich Holz. Erstmal ein bisschen Startequipment. Das kriegen wir sogar hier direkt hin, weil wir ja auch Steine haben. Und ich sage so, für die nächsten Fortbewegungstechniken brauchen wir auch ein bisschen Glück mit bestimmten Items. Ich bin mal gespannt, ob wir das Ganze vielleicht sogar heute schneller hinbekommen werden. Wobei man dazu sagen muss, früher, ich weiß gar nicht mehr, in welcher Version ich das damals 2019 gespielt habe. Es muss ja eigentlich die 1.13 oder 1.14 gewesen sein. Das waren definitiv noch andere Zeiten. Wenn man sich das auch mal anguckt, da sah Minecraft definitiv auch noch gut anders aus. Und mittlerweile, wie gesagt, die 1.19. Es gab dann doch schon das ein oder andere Update. Gerade mit dem Cave and Cliffs Update. Gerade mit den höheren Bergen. Oh. Das kann auch mal passieren. Ich habe es zu weit platziert. Gar kein Problem. Wir haben ja noch ohne Probleme ein zweites. Ja, und so werden kleine, also zwei kleine Schritte zu einer ganz großen Aufgabe. Es wird immer wieder häufiger sein, dass wir so ein Boot jetzt vielleicht nicht direkt einsammeln können. Deswegen sollten wir uns auf jeden Fall so früh wie möglich darum kümmern, so viel Holz wie möglich zu haben. Essen jetzt momentan auch nochmal sehr, sehr schwierig. Die Nacht wird ja auch bald einbrechen. Deswegen nehmen wir uns auf jeden Fall mal hier den Baum nochmal mit. Hoffen auf einen Apfel und haben dadurch auch direkt die Möglichkeit, uns mehr Fehler zu erlauben, dass wir halt rein theoretisch nicht nur ein Boot haben und wenn wir dieses Boot verlieren sollten, dann wäre es mehr oder weniger Game Over. Das wäre auch nicht so
Super. Dass das Ganze hier aber auch logischerweise ohne Respawn. Ich erkläre das mal lieber, bevor Leute das vielleicht wissen, dass manche Leute nicht, dass logischerweise, wenn ich einmal sterben sollte, dann ist der gesamte Run wieder vorbei und wir müssen von Null starten. Und falls es euch manchmal irritiert, ja, meine linke Hand weiß nicht so ganz, wo sie hin soll. Ich weiß, WASD wird mir nichts bringen, aber ich muss sie trotzdem hier auf der Tastatur haben. Deswegen, es wird immer wieder so aussehen, als würde ich versuchen, WASD zu drücken. Glaubt mir, wenn ihr seit vielen, vielen Jahren Minecraft spielt, euer Kopf wird es trotzdem automatisch immer wieder machen. Aber wenn jetzt mal zum Beispiel so ein Item dort unten liegt, ich glaube, dann könnten wir doch einfach... Bam, 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 bam. So, easy. Und da seht ihr auf der 789 schon mal das Triple Boot. Also kann man nicht meckern. So, die Nacht bricht an. Und jetzt wird es natürlich sehr, sehr interessant. Denn wir haben kein Essen. Es ist auch kein Apfel oder so gedroppt. Kein Essen, kein... eine Verteidigung. Dafür aber noch aktuell 10 Herzen. Ich hoffe auf keine Skelette. Zombie, ja, Zombie ist okay. Zombie und Spinnen. Zombie und Spinnen sind die Kreaturen, die ich jetzt erstmal eigentlich sehen möchte. Die können hier gerne mal spawnen. Hexen, Baby-Zombies, ja, eher Abstand. Oh, Doppelspinne. Doppelspinne, das ist genau das, was ich brauche. Eine Doppelspinne. Also, das ist eine Spinne, die jetzt 2 Strings direkt droppt. Das ist schon gut unwahrscheinlich. Dadurch, dass wir dann da, dass wir dann direkt 2 dort haben. Das könnte schon mal gut funktionieren. Hallo. Oh mein. Alright, Doppelstring. Ich habe gerade noch darüber geredet. Es kann doch trotzdem passieren. Und damit haben wir nach 13 Minuten eventuell eins der wichtigsten Items schon relativ früh bekommen. Haben aber auch das allererste Mal Damage bekommen. Und zwar durch eine Spinne. Aber wir können uns eine Angel machen. Und mit dieser Angel sind wir auch gleich in der... Leute, es tut mir so leid, ne? Aber es gibt immer wieder die Leute, die sagen, ey, Angeln in Challenges, das ist eine Sache, die ich immer wieder genieße. Es ist schön zum Abschalten. Ich hoffe nicht, dass ihr im Video abschaltet, aber so ein bisschen zur Entspannung. Wir müssen angeln. Wir müssen uns ein paar Fische ranholen. Aber ich werde es natürlich auch dann im Wasser machen, bei dem wir vielleicht die Möglichkeit haben, den ein oder anderen Schatz, so einen entspannten Power 4 Bogen, ja, würde ich auch mitnehmen. Sage ich nicht nein. Aha. Oh, oh, da haben wir... das erste kleinere Problem, auch genannt Skelett. Aber wachsam sein. Wachsam sein, wachsam spielen. Dann ist alles kein Problem. Wow, gar kein unnötiges Risiko eingehen. Und wir haben unsere erste, ja, kleine Base. Bin ich damit zufrieden? Bin ich darauf stolz? Ja, kann man sein, oder? Ich meine, wir haben... Oh mein Gott, der Bogen hat ja super Durability. Den hat er... Also, Skelett ist da gerade noch vor kurzem, glaube ich, in einen stabilen Bogenshop gegangen. So macht das natürlich gut und gerne Laune. Wir brauchen ganz kurz Licht. Haben wir. Und dann, kurz mal, machen wir den Brötchenmeister. Ja, 2 Weizen. Wenn es aber gleich Tantag sein sollte, dann haben wir so oder so durch dieses Item absoluter Gamechanger. Eine Angel ist eine Verbesserung, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Also es läuft in den ersten 16 Minuten schon mal phänomenal. Das lässt sich auf jeden Fall sehen. Jetzt heißt es aber erstmal, weil die Monster, ja, lieber kein Risiko eingehen. Jetzt heißt es erstmal warten. Wir müssen warten, bis Tag ist, bis die Monster despawnen, bis die Monster verbrannt sind. Und dann gibt es einen schönen Angeltag. Es liegt, also man könnte denken, ey, was ist das für eine Challenge? Das ist doch viel mehr gefühlt ein kleiner Sommerurlaub hier am Strand. Glaubt mir, wir haben so... mit Nether, Stronghold, Blaze Shrots, Enderperlen, überhaupt Equipment ranholen und dann irgendwann Stronghold. Da haben wir auf jeden Fall noch mal ein paar Etappen vor uns, die, naja, nochmal gut reinknallen werden. Alright, sehr gut. Ich glaube, wir haben uns das erste Essen, das haben wir uns aber auch dann wirklich verdient, das erste Essen haben wir uns da grindet. Unser allererstes selbstgebackenes, frisches. Wir haben unser allererstes Brot. Frisch und warm vom Bäcker. Ja, vielleicht jetzt nicht unbedingt warm, aber auf jeden Fall so gut, dass wir erstmal wieder regenerieren können. Aber guckt mal hier, was hier auf dem Wasser. Das ist eine sehr, sehr ungewöhnliche Art und Weise, um auf dem Wasser zu, naja, sich fortzubewegen. Also, naja, in einem Boot zu sein, ist jetzt nicht so untypisch. Aber ich denke, in der Regel machst du das jetzt nicht so. So, wir gehen jetzt erstmal ganz kurz hier nach unten. Das mache ich aus einem bestimmten Grund. Und zwar, damit wir uns hier so eine kleine Vorrichtung bauen können. Denn unsere Items, die wir angeln werden, die werden ja natürlich dann auch wieder in unsere Richtung, so also wirklich halt auch katapultiert. Und damit auch keine Phantome spawnen, gehen wir auch hier unter das Dach. Und ja, das ist unsere erste kleine Angelbasis. Ich würde mal sagen, klein, aber fein.
Und damit auf eine gute Session. Wir haben auf jeden Fall ein 5x5x5 Becken. Es würde auch 5x5x4 reichen. Immer wieder große Diskussion darum. Aber auf jeden Fall haben wir hier die Möglichkeit, Angeln, die schon direkt verzaubert sind. Vielleicht mit Luck of the Sea, mit Mending. Eine Mending-Angel wäre unfassbar gut, weil diese, die wir jetzt aktuell haben, wird irgendwann kaputt gehen. Wir können Bögen angeln. Wir können verzauberte Bücher angeln. Wir können auf jeden Fall auch Essen ranholen. Fische wird jetzt sehr, 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 sehr wichtig sein. Denn mit diesem Fisch haben wir auf jeden Fall weitaus bessere Verteidigung gegen Monster. Also gut, der Fisch wird uns jetzt nicht im Kampf wirklich helfen. Aber dadurch sind wir in der Lage, uns auf jeden Fall wieder Herzen zu regenerieren. Oh nein. Bro. Ey, von allen Monstern oder von allen Drowns mit Items, die spawnen können, warum spawnt er? Es wäre ja auch sonst langweilig, wenn nicht solche Sachen immer wieder in meinen Challenges passieren würden, ne? Bro, das kannst du keinem erzählen. Okay, unsere kleine Angel-Session wurde dann auch erfolgreich unterbrochen durch einen Drown, der eine Nautilus-Shell und einen Trident trägt. Seltene Sachen in Minecraft. Oh mein Gott! Was ein Jumpscare! So viel dazu. Okay, ich habe eine Idee. Es ist einer der mächtigsten Kreaturen, die es so gibt, die natürlich spawnen können. Okay, ich habe eine Idee, Und jetzt, mein Bester, vielleicht beim nächsten Mal. Nautilus Shell, warum auch nicht? Kollege, wie sieht's aus? Karotte, Kartoffel, Karotte, Kartoffel, Karotte, Kartoffel, Karotte, Kartoffel, Karotte, Kartoffel, Karotte, Kartoffel oder meinetwegen gar nichts. Und es wird weiter geangelt. Drückt die Daumen. Wie gesagt, wir haben noch ein paar Angeldurchgänge haben wir vor uns. Aber die Möglichkeit, dass ein Schatz jetzt am Start ist, wäre ein Traum. Nee, die Pufferfische werden wir definitiv nicht essen. Das wird nicht so zielführend sein. Das ist genau das, was ich wollte. Der erste Schatz, eine Angel. Lass sie bitte Mending haben. Mending und Luck of the Sea 3. Das ist sie. Das ist sie, die perfekte Traumangel, die wir brauchen. Sie wird nie wieder kaputt gehen. Das heißt, wir haben unendlich lang eine Angel. Also solange wir sie nicht für andere Sachen wie Items ziehen. Da wird sie halt jetzt auf jeden Fall keine EP bekommen, aber achte darauf. Durability ist bei 10. Gleich wird sie wieder voller sein, denn du bekommst für jedes Mal Angeln nämlich ein bisschen Level. Achtet hier drauf, jetzt sind wir bei 22 und gleich wird sie auch wieder voll sein. Es ist heute mein Glückstag. Och, bitte, 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 bitte. Ich weiß gar nicht, welche Verzauberung somit die beste sein könnte. Boah, Looting 3 wird halt richtig reinknallen, oder? Boah, Infinity. Infinity wäre, glaube ich, krass. Infinity. Oh mein Gott, ich habe vorhin darüber geredet, ne? Stellt euch mal vor, wir hätten jetzt wirklich den Trident vorhin bekommen. Hätten wir das jetzt auf den Trident packen können und würden das Teil immer wieder zurückbekommen. Wow. Dann hätten wir auf jeden Fall eine sehr, sehr krasse Waffe. Ausbeute läuft gut, es bricht die nächste Nacht an. Müsst ihr auf jeden Fall aufpassen. Aber momentan, ich habe hier den Spaß meines Lebens. Die Fische sind auf jeden Fall eine super, super Essensquelle, die ich auf jeden Fall mitnehmen muss. Der nächste Schatz. Jetzt Luck of the Sea 3. Und ich sag, Bro, Jackpot. Luck of the Sea 2. Ich wollte gerade sagen, wenn da Luck of the Sea drauf ist, naja, dann müsste ich mich ja darum kümmern, den Kollegen zu kombinieren mit einem Anvil. Aber naja, klar, wir können natürlich auch direkt sie benutzen. Luck of the Sea 2 ist nicht Luck of the Sea 3. Aber mit Mending ist das eine absolute Traumspitzhacke, die wir dann erstmal benutzen werden. Und ja gut, wir angeln weiter. Für euch auf YouTube ist das hier entspannt zusammengeschnitten. Ihr bekommt hier die Highlights. Sollten wir wirklich in der Lage sein, gleich was Krasses zu angeln, dann nehmen wir das mit. Bro, da ist ja Eisen. Das sehe ich jetzt erst. Alright. Ich würde sagen, wir machen noch ein paar Angeldurchgänge. Ihr seht selber, es, ja, essensmäßig läuft's gut. Weitere Schätze, ja, noch nicht so wirklich was dazugekommen. Aber hier das Eisen, das werden wir uns auf jeden Fall holen. Denn es könnte eventuell sein, dass vielleicht mit Eisen unsere Fortbewegung sich nochmal ein bisschen verbessern wird. Und eventuell erreichen wir damit Level 2. Aber ich könnte mir auch vorstellen, direkt auf Level 3 zu gehen. Weil wenn wir jetzt ein Item bekommen und ich möchte dieses eine bestimmte Item bekommen, dann fehlt uns vielleicht nur noch eine kleine winzige Zutat. Und wir sind so krass schnell an unserem Ziel. Boah, ich will das eigentlich hinbekommen. Eigentlich bleibe ich, eigentlich muss ich knallhart hier bleiben. Ich angel weiter. Was steht denn? Bogen! Verzaubert! Das sind meine Lieblingsbögen. Ich sag euch eine Sache. Wir haben einen Pfeil und ich sag euch so viel. Das wird der letzte Pfeil bleiben, den wir in diesem Projekt ranholen. Denn dieser Bogen. Power 4. Infinity. Boom! Ja, man kann nicht alles im Leben haben. Ich bin auch dankbar für so einen Power 3 Bogen. Ist okay, ist okay, ist okay.
Leute, was ist denn hier gerade los? Ist das gerade, war das jetzt gerade Back-to-Back? Hopp! Bro, Power 4 Unbreaking 3. Also, ich glaube, das ist schon die richtige Entscheidung, dass wir momentan hier eine etwas längere Zeit erstmal angeln. Ist mir so komplett egal. Wir sind hier gleich komplett OP-equipped, Bro. Jetzt brauche ich, nur noch eine einzige Sache. Gib mir diese eine Sache und ich bin sowas von glücklich. Alright, das war er. Zwei Sachen erledigt. Die Angel und den Sattel. Haben wir schon. Es fehlt nur noch eine einzige Sache auf der Liste, damit ich dann wirklich vollkommen zufrieden bin und wir die nächste Stufe der Fortbewegung erreichen. Wir werden noch warten, bis der nächste Tag anbricht. Und dann kümmern wir uns darum, dass wir uns auf jeden Fall erstmal von hier wieder ein bisschen fortbewegen. Wir nehmen auf jeden Fall das Eisen dort hinten mit. Vielleicht da hinten. Vielleicht kommt ja da noch irgendwie ein Dorf. Oder vielleicht können wir uns das vielleicht, also maybe nochmal mit ein paar Zombies anlegen. Vielleicht droppen die uns noch eine Karotte. Und ich glaube, jetzt weiß man auf jeden Fall spätestens, was genau der Plan ist. Und wir bewegen uns in Richtung Eisen. Alright. Das ist ein... Meine Schuhe! Ein sehr interessanter Kampf. Drei Pfeile für Notfall. Auf jeden Fall praktisch. Aber dadurch, dass wir keinerlei Essensprobleme mehr haben, easy going für uns. Okay, wie viel Eisen haben wir? Maybe... Drei. Nein. Zwei. Gut, ich würde sagen, lass uns mal in einem etwas langsamen Tempo, aber in einem Tempo, mal in Richtung des Berges fortbewegen und gucken, ob wir vielleicht da irgendwie was Neues, Interessantes entdecken. Mit der Angel, ihr seht es selber, sehr praktisch. Können wir uns auf jeden Fall auch immer wieder Items so zurückholen. So, wir sind gleich ganz oben am Berg. Und was sagt die Aussicht? Rune Portal. Und zwar ein ziemlich stabiles. Ist natürlich jetzt auch wiederum die Frage. Gehen wir dort weiterhin in die Richtung? Weil ich glaube, da wird nicht mehr als unbedingt eine Küste kommen. Aber wenn das Plains-Biom dort weitergeht... Ich meine, hier haben wir so oder so Wald. Ich glaube, wenn, würde ich mich eh darauf konzentrieren. Oh, und ein Shipwreck. Das hätte ich gar nicht vorher gesehen. Lass uns das doch auch auf jeden Fall mal mitnehmen. Müssen halt dann jetzt auch natürlich uns mal ein bisschen Eisen mitnehmen. Ey, dass das hier so auf mich wartet... Da sage ich nicht nein. Das ist natürlich perfekt. Sehr, sehr, sehr gut. Und damit hätten wir die Möglichkeit, unser nächstes sehr, sehr wichtiges Item zu machen. Und zwar stände jetzt auf dem Plan, sich um einen Eimer zu kümmern. Also dort in der Kiste werden wir auf jeden Fall Eisen finden. Vielleicht sogar ein Dia, vielleicht sogar zwei. Bisschen Gold. Aber gerade das Eisen wird sehr entscheidend sein. Eisenspitzhacke, Eisenaxt, Eisenschwert, vielleicht sogar Rüstung. Oh, dazu müssten wir jetzt schon sehr, sehr, sehr viel finden. Aber dass wir da jetzt ohne Probleme so rein können... Darauf läuft es jetzt erstmal hinaus, dass wir hier uns das hier mal so aufbauen. Und dann einmal so. Und dann haben wir da mal auf entspannt ein bisschen Eisen. Bitte. Sah auf meiner Seite eine Karotte. Oh mein Gott. Karotte und Bambus. Es ist zu schön. Es ist zu schön, dass das einfach mal so klappt. Bro, wir haben sie einfach. Damit sind wir direkt schon auf Stufe 2 der Fortbewegung angekommen. Denn eine Stufe, Level 2, ist diese hier. Fortbewegung mit einem Wassereimer. Denn ja, da kann ich mich einfach mal ein bisschen fließen lassen. Und ja, kann das Leben genießen. Ist natürlich jetzt auf dem Wasser nicht immer möglich, ihr seht's. Aber durch die Karotte können wir uns ein neues Item craften, was du normalerweise in Challenges nie so wirklich benutzt. Unsere erste Fishing Rod bekommt man direkt diese Aufgabe. Und zwar wird sie benutzt für unsere Carrot on a Stick. Damit haben wir den Sattel und die Carrot on a Stick. Und sind nur noch ein Schwein von der nächsten Portbewegung entfernt. Also wie gesagt, wir können es halt auch aktuell so machen, dass wir uns immer wieder ein bisschen treiben lassen. Geht natürlich auch. Ist eine, ja, schon auch effiziente Fortbewegungsmethode. Aber mit einem Schwein ist es halt glücklicherweise ein bisschen anders als mit einem Pferd. Oder mit einem Esel oder mit anderen Reittieren. Also bei einem Strider ist es genauso. Du bist halt nicht gezwungen, WASD zu drücken, sondern kannst einfach ohne Probleme
nur in die Richtung gucken. Halte dabei die Carrot on a Stick in der Hand und das Schwein wird dir folgen. Das Schwein wird dorthin folgen, wohin du eben guckst. Und somit wird der gesamte Nether-Aufenthalt für uns auch nochmal angenehmer. Und das haben wir jetzt innerhalb von nicht einmal 2 Stunden erreicht. Und ich glaube, da muss man halt wirklich sagen, vielleicht merkt man da auch innerhalb der letzten 4 Jahre nochmal die Leistungssteigerung der Erfahrung, wenn es darum geht, Minecraft eben durchzuspielen und eben auch generell Minecraft zu spielen. Ich würde schon sagen, 2019, da hatte ich noch nicht so viel Vanille-Erfahrung. Mittlerweile wird das hier locker runtergespielt. Schweine! Hallo! Tiere, irgendjemand. Hier ist einfach gar nichts. So, Goldblöcke nehme ich natürlich auch dankend an. Bitte nicht da so, oder? Perfekto. Können wir uns auf jeden Fall auch nochmal Goldrüstung machen. Ohne jegliche Probleme. Okay, auf die Kiste bin ich gespannt. Also, ehrlich. Alright, das ist schon mal super nice mit der Rüstung. Protsch, Protsch. Ja. Frostwalker. Ja. Muss ich immer, also... Kann ich jetzt noch nicht so richtig sagen, ob das jetzt nice ist. Schwert, Looting 3. Wäre zu schön. Wäre auch zu schön. Okay, also wir können uns auf jeden Fall merken, bei diesen Koordinaten haben wir ein Portal. Das Portal können wir auf jeden Fall komplettieren zu einem funktionierenden Nether-Portal. Aber darüber machen wir uns jetzt erstmal keine Gedanken. Uns fehlen momentan noch Pfeile. Und auf jeden Fall fehlt mir mein treuer Begleiter, das Schwein. Das müssen wir uns auf jeden Fall ranholen. Oh, mal gucken, ob Frostwalker jetzt, also... Oh ja. Nicht so wirklich der krasse Gamechanger. Aber kann mir mal jemand erklären, warum halt wirklich kein eins... Also normalerweise ist doch hier so ein Plains. So ein schönes, klassisches Plains-Biom. Hier ist doch normalerweise alles voll mit Tieren. Hier ist kein einziger Kollege. Ich weiß halt auch nicht, ob das so eine super Idee ist, jetzt halt hier durch den Wald zu laufen. Aber irgendwo müssen doch mal die Schweine kommen. Aber sobald wir auch ein Schwein haben sollten, wird alles andere auch nochmal so viel einfacher. Weil wir mit einem Schwein... Kühe. Kein Schwein, aber schon mal ein guter Ansatz. Mit einem Schwein wird es auch so viel einfacher, sich dann erstmal auch ein Dorf zu suchen, denn dann Pfeile holen, boah, dann haben wir den großen, großen Jackpot. Okay, der Lavasee. Wir sind, by the way, immer noch auf der Suche nach einem Schwein. Ey, das ist aber auch, also, das ist nicht mal die Luck of the Sea-Angel, ne? Wollte ich nur mal ganz kurz dazu sagen. Aber ist okay. Dann könnten wir rein theoretisch halt vielleicht wirklich Back-to-Back-Shots. Könnten wir eventuell vielleicht wirklich auf ein Strider-Alternativ gehen. Ne Katze? Dann muss da ja ein Dorf sein. Bro, ich finde eine random Katze im Wald, bevor ich einen Schwein sehe. Aber in solchen... In diesen Dörfern können eben aber auch Schweine auf uns warten. Und ein Dorf hätte jetzt auch den super guten Vorteil. Wir könnten uns dann Pfeile traden. Pfeile wären unfassbar nice. Denn wir haben hier einen Power 4 Bogen mit Unbreaking 3. Das wäre schon geil, wenn wir natürlich gegen Blazes weniger Probleme haben sollten. Oh mein Gott, Kürbis ist halt auch unfassbar gut. Enderman könnten später Stress machen. Die Probleme werden wir jetzt erstmal nicht mehr haben. Come on. Ich glaube, das machen wir eventuell auch erst lieber dann, wenn wir das Schwein haben. Also mit den Villagern, glaube ich, macht das auch so viel mehr Spaß, wenn du dich halt frei bewegen kannst. Schweine, bitte. Ich bin mittlerweile, kleines Update, ich bin über den Fluss gekommen. Es hat Ewigkeiten gedauert, habe nochmal ein bisschen Eisen dabei gefarmt. Aber ich hole mir jetzt hier ein Schwein. Mann, oh Bro, warum sind denn hier überall nur Kühe? Es ist ja, also, Mann... Halt legit, überall nur Kühe. Puh, hast du ein Schwein gesehen? Bitte, ich werde langsam. Also, wir haben so schnell eine Karotte bekommen, so schnell einen Sattel, verhältnismäßig. Und dann scheitert es am Schwein? Bro, es scheitert am Schwein? Yeah. Yeah. Lach mich nicht aus, for real. Nur weil ich so lange... Es ist soweit! Es ist soweit im Tigerwald! Bro, es fühlt sich an, als hätte ich die seltenste Sache der Welt gefunden. Wir reden über Schweine. Über normale Schweine. Aber diese Challenge wird sich jetzt so um 180, um 360 Grad wird sich die jetzt ändern. Die dreht sich jetzt komplett. Mein Kopf dreht sich nämlich auch schon langsam. Oh mein Gott, ich werde es definitiv nicht vermissen, mich hiermit so fortzubewegen. Amigos, kommt her. Oh mein Gott. Also für Leute, die sich nicht vorstellen konnten, wie das wird.
Ich muss einfach nicht mehr selber mein Boot abbauen. Ich kann ohne WASD zu drücken einfach laufen. Das geht auf einem Pferd, auf einem Esel nicht, denn da muss ich WASD drücken. Aber hier geht es darum, dass ich einfach nur meine Maus in die Richtung halten muss und mein Schwein läuft. Und es ist ein absoluter Traum. Und das Tempo. Manche werden jetzt sagen, okay, das ist jetzt nicht so schnell. Bro, das ist schnell im Vergleich zu dem, was wir davor erlebt haben. Bro, ist das krass. Guck mal, und das ist jetzt halt der Witz, weißt du? Jetzt sind halt hier überall Schweine. Ich habe es aber auch genau so vorausgesagt. Sobald wir erst ein Schwein haben werden, wird überall eins sein. Auf einmal sind überall Schweine. Keine Schafe, keine Hühnchen, keine Kühe, alles voll mit Schweinen. Wie kann so... Bro, ich würde selber denken, wenn ich jetzt ihr wärt, dass das gescriptet ist. Ich glaube das alles gar nicht. Ich glaube das wirklich. Bro, mir wird schlecht. Mir wird einfach schlecht, mir die, also wirklich das vorzustellen, dass ich wirklich halt. Ich habe ja wirklich über zweieinhalb, ich habe ja fast 3 Stunden jetzt hier nach Schweinen gesucht. Ja, na hallo, da sind noch mehr Schweine. Das ist so schön, dass es so viele Schweine hier auf der Insel gibt. Aber ich bin über die gesamte Ost- und Zentralseite gelaufen. Und die komplette Westküste, komplett links, alles voll mit Schweinen. Ja, das war dann wohl meine Schuld, dass ich nicht wusste, dass Schweine immer nur an der Westküste spawnen. Hey! Oh mein Gott! Oh? Also vielleicht brauchen wir gar keinen... Ja, wobei, ich trade mir jetzt eh gleich die Pfeile. Aber mit 6 Eiern kann ich mir nochmal easy... Also, eine kleine Chicken Farm machen. Ach, hier sind auch Schweine! Hier wären vorhin Schweine gewesen. Das ist jetzt sogar noch bitterer. Wisst ihr warum? Weil ich hier vorhin lang gelaufen bin. Hey, das ist ja auch mal ultra lustig. Ich bin ungefähr, ja, so roundabout 50 Blöcke links davon lang gelaufen. Da sieht man doch erstmal, wie klein die Welt ist. There it is, da ist unser Dorf. Wir sind zurück, ich habe ja gesagt, ich hole mir noch schnell ein Schwein und dann easy going. Haben wir noch mal ein paar Ersatzschweine? Bitte Stick, danke Trade. Oh, du bist der Beste. Jetzt geht's voran. Es läuft. Basically sind wir gleich fertig mit Minecraft. Bro, kannst du bitte aufhören, so zu drängeln, so aggressiv zu drängeln? Mir kommt es gerade so vor, als ob du langsam hier was Persönliches hast oder so, huh? Oh, ist das ein Traum, ne? 2 Stacks Pfeile. Was würdet ihr sagen? Sollten wir uns auf jeden Fall auch nochmal um Diamanten und so kümmern? Sollten wir vielleicht echt nochmal Dia-Stuff farmen? Dann können wir das Schwein eigentlich oben parken und ich bewege mich dann einfach unter der Erde mit einem Wassereimer irgendwie vor. Nehme mir eine Menge Holz mit, genügend Essen und dann ist das eigentlich eine Idee. Also auf jeden Fall Eisen für einen Anvil müssen wir so oder so machen. Und dann zeitgleich, also ich würde es dann einfach auf einer Höhe machen, auf der ich halt auch Diamanten finden kann. Also vielleicht mache ich das auch einfach nur auf der Diamanthöhe. Boah, ich sag euch ehrlich, ich glaube, ich mache das wirklich. Ich glaube, ich werde mich wirklich darum kümmern und ich gehe caven. Ich glaube, wir machen heute noch echt eine kleine Höhlenexpedition. Wir gehen unter die Erde. Wir farmen jetzt. Und wir haben das erste Eisen. Der Plan geht auf. Also wenn wir 31 Eisen erstmal zusammen haben, Bro, das ist ein schön großes Vorkommen. Wir farmen uns nebenbei nochmal super viele Blöcke, was auch gut wichtig ist. Ich glaube, dieser kleine Höhlentrip, der hat auf jeden Fall mehrere positive Sachen bei sich. Und die ersten Diamanten haben wir schon. Und zwar hier unter uns. Sehr, sehr, sehr nice. Wie viele haben wir denn? Ja, leider nur 2. Und das ist halt schon ärgerlich, weil wir die halt im Strip-Mine-Gang gefunden haben. In der Regel sind die dann eigentlich die Vorkommen ein bisschen größer. Weil sie halt massiv eingebaut sind. Aber 2 besser als keiner. Es geht doch. Es gibt noch Diamanten. Danke. Hilfe. Wir haben echt sehr lange danach gesucht. Wäre cool, wenn es 5 sind. Okay, 2. 2 mal ein 2er Vorkommen. Alright, come on. Ein riesiges Eisenvorkommen. Okay, fängt schon mal gut an. Ja. Oh. Ja, zum Glück habe ich hier noch ein bisschen weiter gegraben. Ein einziger? Bro, Hilfe. Was ist denn das? Also, Strip Mine, so kleine... Hab nie was gesagt. Dann let's smelt this. Wir machen uns eine Dia-Spitzhacke. Die schmeckt sehr gut. Hier müssen wir uns dann auch gleich wieder nach oben bauen. Aber wir werden auf jeden Fall noch mal ein bisschen weiter nach Eisenstrip minen. Und jetzt geht es erstmal darum, hier stabile Obsidian zu farmen. 20 Obsidian haben wir dabei. Sehr nice. Wir machen uns einen... Wir machen uns einen Anvil. Mit diesem Anvil. Jetzt muss ich überlegen... Ja, am allerliebsten mache ich das jetzt einfach so. Oben habe ich einen Power 3. Ich könnte noch länger angeln. Nö, wir machen das einfach mal so.
Einmal so. Power 4, Folge healed. Sehr, sehr nice. Dann machen wir und gönnen uns vor allem Eisenrüstung. Kann die Chest mit ausgezogen werden. Damit sind wir im Nether, denke ich mal, noch mal ein bisschen besser geschützt. Das ist auch nochmal sehr gut. Goldrüstung haben wir so oder so an. Das heißt, wir können uns jetzt dann tatsächlich nach oben begeben. Ich würde mir sehr gerne noch einen Enchanter machen. Das schaffen wir auf jeden Fall auch, denn wir haben noch unser Prot 3 Buch. Wir könnten aber auch rein theoretisch auch Dia Boots machen. Boah, ich glaube, Dia Boots mit Prot 3 ist mir ehrlich gesagt lieber. Da ich jetzt den Anvil eh habe. Ich glaube, das machen wir. Ja, ich glaube, das ist schlauer. Deswegen Diamond Boots. Bumm. Und ja, passenderweise dann auch mit Prot 3 natürlich auch, also das bockt dann auf jeden Fall schon mal ein bisschen mehr. Haben 8 Armor Bars. Sehr, 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 sehr gut. Wir gehen zum Lavasee. Auch wenn wir genügend Obsidian dabei haben, wir machen uns auf die Suche nach dem Lavasee, um einfach nochmal Obsidian zu sparen. Ich meine, wir haben jetzt den Luxus, dass wir das so machen können. So, da vorne haben wir es. Das Rune Portal. Vielleicht könnt ihr euch noch am Anfang der Challenge dran erinnern. Hier links ist das Shipwreck, bei dem wir unsere Karotte her haben. Und dort beim Shipwreck werden wir uns auf jeden Fall, bei dem Rune Portal werden wir uns jetzt auf jeden Fall unser Portal aufbauen. Und dann wird es interessant. Wir haben auf jeden Fall, um easy zurückzukommen, jederzeit Obsidian dabei. Das ist sehr wichtig, dass wir, wenn wir jetzt halt mehrere hundert Blöcke laufen müssen, rein theoretisch. Warte, komme ich hier lang? Ja, ich muss einmal einen großen Bogen. Ja, da muss ich lang. Wenn wir jetzt rein theoretisch hunderte Blöcke, tausende Blöcke laufen müssen, um in die Nähe einer Festung zu kommen, haben wir halt nicht den Struggle, dass wir wieder zurücklaufen müssen, sondern können jederzeit ein mobiles Portal bei der Festung wieder aufstellen. Aber das ist jetzt auch erstmal die nächste größere Aktion. Eine Festung erreichen. Das kann auf jeden Fall auch nochmal sehr interessant werden. Was ich jetzt aber schon mal präventiv extra mache, ist mir Sand mitnehmen, damit ich keinerlei Probleme haben sollte, wenn es später darum geht, Tränke zu bauen. Alright. Boom. 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 Man muss dazu sagen, damals, als wir die Challenge gespielt haben, vor vielen, vielen, vielen Jahren, gab es keine Strider. Also rein theoretisch könnten wir unser Schwein, je nachdem, unser Schwein dafür nutzen, um erstmal zu einem Strider zu kommen, da mit dem Strider weiterspielen irgendwie, weil der halt auf jeden Fall lava-resistent ist. Also maybe ist das auf jeden Fall eine Idee. Ich bin sehr gespannt, wie das jetzt wird. Oh mein. Okay, jetzt haben wir nur das eine. Ah, oh, Bro, ist das jetzt wieder der Struggle. Das hätte ich eventuell vorher nochmal bedenken sollen. Wenn der Kollege uns vielleicht mal ein bisschen rausschiebt. Ansonsten haben wir ein kleines Problem. Ich muss aber auch schnell reagieren mit der... Alright, gib mir einen. Nee. Das ist ja insane. Alright. Hi. Hallo. Was geht ab? Ich muss gerettet werden. Ich bin bereit und ich bin down. For real, es wäre unfassbar insane, Stegi. Ich weiß nicht genau, was mich erwartet, aber auf jeden Fall. Wenn du Bock hast, wäre geil. Also ich brauche dich wirklich. Es ist halt, es ist eine so verrückte Situation. Es ist so eine Situation, bei der, normalerweise ich bin sehr streng mit meinen Regeln, aber in der Situation ist es, finde ich, legitim, dass du mir mit derselben Einschränkung halt hilfst, dass ich hier rauskomme. Weil ansonsten ist das... Das ist halt so dumm. Ich bin softlocked in der Challenge. Es gibt keinen Ausweg. Stegi, du musst jetzt am Anfang das erstmal hinbekommen. Bau dir Holz ab und du musst, okay. du musst so schnell wie möglich an ein Boot kommen. Das kriege ich hin. Das kriegst du hin, Bro. Ich kann jetzt noch nichts verkehrt machen. Außer, also wenn ich jetzt Pech habe, springt ein Holz weit weg und so, oder? Aber das ja, passt. Aber so, also du kannst ja jetzt schon 3 oder 4 Boote machen. Also du bist jetzt eigentlich schon sicher. Das Einzige, was passieren kann, ist, dass du jetzt, wenn es Nacht wird, stirbst. Aber ich würde dir dann einfach raten, dass du dich dann jetzt einfach einbaust, wenn jetzt das irgendwie passiert. Okay, und dann setze ich jetzt immer Boote, genau, wo ich hin möchte. Du sitzt hier, genau, jetzt setze ich mal eher weiter nach links zum Baum direkt. Okay. Dann gehe ich direkt hier hin. Genau. Dann gehe ich rein. Und jetzt steigst du aus. Okay, dann steige ich aus und dann baue ich ab. Ganz genau. Hast du Lava? Ja. Oh, Bro! Bro, was? Alter! Geil! Oh mein Digga, du bist krass. Soll ich 3 direkt machen? Mach mal nur 2 Eimer. Falls du einen Schaf siehst und dir ein Bett machen könntest, wäre das gut, eine Schere zu haben. Mach dir 2 Eimer, füll beide auf mit Lava auf jeden Fall. Ja. Crazy! Aber wenn er jetzt sich so bewegt, man könnte halt sich echt sogar dran gewöhnen, ne? Ja, ja. Weil das Ding ist halt, das Lächerliche ist, da wird einfach mein Schwein da draußen vor diesem Portal warten und denkt sich so, was macht der Idiot da drin? Da links, da ist es. Oh, ich seh's. Jawoll.
Boah, ich darf das jetzt nicht choken mit der Lava, ne? Ich habe das vorhin getestet. Ich bin noch ein paar Mal gestorben im Singleplayer. Echt? Naja, ich muss mir vorstellen, ich platziere einen Lava-Eimer unter mir, der spawnt über mir. Ich muss sofort nach oben fliegen, sonst bin ich tot. Oh Gott. Also an sich musst du mir nur den Lava-Eimer durch das Portal werfen gleich. Aber ich will es eigentlich ganz gerne... Soll ich es nochmal üben im Singleplayer? Guck mal, wer da ist. Mein Schwein. Oh, stimmt, da ist es. Oh Mann. Und der hat den Magma Cube mit dem Magma Cube. Der Magma Cube chillt auch drinne. Okay, Leute. Stegi ist auf der anderen Seite und hat einen Lava-Eimer. Ganz kurzer Test. Kriegst du... Ist das auf der anderen Seite rausgekommen? Okay. Ein leerer Eimer. Dann wirf mir bitte einen Lava-Eimer. 3, 2, 1. Hast du ihn? Bro, ist der... Er ist in der Lava verbrannt. Er ist nicht in der Lava verbrannt. Doch. Kannst du nochmal ein Test-Item werfen, was nicht so wichtig ist? Ja, ich werf nochmal genauso, wie ich es gerade geworfen habe. Ja. Den hätte ich, Dirtblock. Warum ist der Lava-Eimer genau? Okay, das war super knapp. Ich guck mal, ob es sich ändert, wenn ich wo es anders hinwerfe. Ja. Ja, der perfekt. Der ist perfekt an die Kante geflogen. Achtung, ich werf nochmal. Ja, so ist perfekt. Okay, dann habe ich den ersten sogar gechoked. Ich werf den zweiten Eimer jetzt, okay? Ja. Ich hab ihn, ich hab ihn, ich hab ihn, ich hab ihn! Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh. Bum, bum. Ich hab's, ich hab's, ich hab's! Oh. Bro, wie das ausgesehen hat, wie schnell! Bro, Junge, das ist so krass. Das ist so krank, Stegi. Ich danke dir so von Herzen, ne? Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Weißt du, was das Schlimme ist jetzt ist? Dass ich auf diesem Gravelboden auch so instant... Das ist Alter, das ist echt gefährlich, ne? Also ich kann hier nicht mal mit einem Schwein lang. Ja, ja. Also erstmal. Gehe ich jetzt hier durch. Oh, ist mein Boot durch? Ja, ist gut möglich, dass dein Boot durch ist. Es ist gut möglich, dass zwei Boote durch sind. Bro, ich mach Craft Attack Prank, ne? Ja, ist halt wirklich so. Okay, Basti geht durch. Basti ist in der Overworld. Basti ist in der Overworld. Er ist so geil. Kannst du mich hier rausschlagen? Kannst du dich einmal einloggen und mich hier rausboxen? Ja, ich boxe in die, auch in die Richtung des Slimes, ne? Ja, ist okay. Achtung! 3, 2, 1, du bist frei! Oh mein Gott. Nochmal. Wow. Ist das krank. Ist das krank, Bro. Ich bin frei. Ich bin wirklich frei. Ich bin so überfordert mit dem, was ich jetzt aber noch... Ich weiß, Real Talk nicht, was mache ich jetzt? Gehe ich mit dem Schwein da jetzt durch? Bro, ich tu's. Bro, ich hab's, ich bin mit dem Schwein im Nether, Alter. Bro, halbe Jurastudium abgeschlossen, um das hinzubekommen. So, mittlerweile stimmt der Timer jetzt wieder, es sind ein paar Tage vergangen, ich werde jetzt hier weiter grinden und wir befinden uns im Nether. Hier im Nether haben wir uns auf jeden Fall mehr oder weniger den anstrengendsten oder vielleicht sogar schwierigsten Part vorgenommen. Ganz, ganz wichtig, wenn wir einmal in Lava fallen, haben wir ganz große Probleme. Ich muss das hier eigentlich traden, um eine Notfall Fire Resistance Potion zu haben. Ich überlege gerade, welcher ist denn der schlauste Weg, um das so hinzubekommen. Ich glaube... Maybe einfach mal sowas. Es fühlt sich sehr komisch an. Es fühlt sich so an, ich merke richtig, wie mein Kopf an der Decke so lang schleift. Ja, aber an sich machen wir das jetzt halt so lange, bis wir fündig werden. Nach einer etwas offenen, nach einem offenen Bereich. Soul Sand Valley. Ja, interessant, aber leider nicht das, was ich möchte. Also es ist mir viel zu riskant, wenn ein Skelett auf mich schießt und dabei mein Schwein trifft und es stirbt und so, Bro. Viel zu risky. Also same thought auch beispielsweise bei einer Festung. Ich bin schon fast am Überlegen, ob ich bei einer Festung, sollte ich einen in der Nähe sehen, mein Schwein parke und einfach mit Booten dorthin gehe. Alright. Bro, Tempo.
Bro. Bro, dass wir das gerade... Alright, alles gut gegangen. Wir mussten ein bisschen die Carrot on the Stick einmal ein bisschen durchdrücken. Alles aber gut gegangen. Und hier haben wir Warp Forest, Crimson Forest und eine Bastion. So, kann der Kollege erstmal traden? Fire Resistance, Enderperlen, gerne gesehen. Es sind wahrscheinlich jetzt nicht übertrieben viele. Wir haben... 4 und auch eine Fire Resistance, was schon mal richtig gut ist, wenn es hart auf hart kommt. Wenn wir die brauchen. Noch einmal 4 Enderperlen, geil. So, Warp Forest, okay. Und das sind die Blöcke, die ich sehen möchte. Nur das sind halt die Blöcke, die ich, joa. Achso, ich weiß nicht, wie ich zu dieser Festung kommen soll. Maybe, wenn ich mich mal hier ein bisschen hochlang baue. Also jetzt hier geradeaus, dann dort rechts und dann irgendwie gucken, wie wir das machen. Irgendwie sowas in die Richtung. Wir gucken mal, wir probieren mal. Aber wir wissen schon mal, wo eine Festung ist und dann werden wir weitersehen. Oh, es geht schon hier, hier geht schon runter zur Festung. Ich würde halt ungern mein Schwein verlieren und ich glaube, ich werde das Schwein zu 100% in der Festung verlieren. Deswegen fühle ich das auf jeden Fall eher so zu machen. Ich merke mir die Koordinaten. Die sind bei 541, 67 und minus 263. Hierhin werde ich versuchen, am Ende wieder zurück zu traveln. Und solange das so läuft, machen wir den Klassiker und laufen wieder mit dem Boot ein bisschen. Dementsprechend. Ja, muss ich nicht viel zu erklären. Oh. Guckt's euch an. One Hit. Ja, der Spawner ist doch perfekt hier. Wow. Wow. So, 4 Blaze Rods liegen dort. 4 Stück. Boah, es läuft echt gut, ne? Dass wir auch einfach 8 Enderperlen haben. Genau, die Blaze Rods könnte ich eigentlich auch angeln. 8 Stück. Mal auf nebenbei. Wie viele nehme ich mit? Also ich will auf jeden Fall auch braun. Ich denke, ich nehme auf jeden Fall sicherheitshalber ein bisschen mehr mit. Also 13 Stück sollten dann wirklich jetzt reichen. Das heißt, ich würde ganz gerne nochmal, komm, die Bombe mal ab. Ich würde sehr gerne jetzt noch, Nether-Warzen finden, damit wir uns wirklich, ja, auf richtig tryhard Tränke machen können. Meinerseits, die Möglichkeit zu haben, unser, Schwein immer wieder zu heilen. Das ist sehr, sehr, sehr wichtig. Boah, wir haben hier nur Brückenabteile. Also haben wir hier in dieser Festung, wir haben hier nicht mal Warzen. So, da ist es auch wieder. Wir sind, hier raus mit 13 Blaze Rods. Oh, mein. Halber Anime-Fight, Bro. Hilfe. Alright, ich würde mich halt ganz gerne hier sogar noch um die Enderperlen kümmern. Wir haben halt 8 Stück über Trading bekommen und in der Nähe hier überall waren auch Warp Forests. Das einzige Problem, was ich jetzt halt aktuell noch sehe, ist, ich hätte ganz gerne Warzen gefunden. In der Festung gab es keine Warzen. Ich nehme an, dass wir Warzen in der anderen unter uns haben werden. Und zeitgleich ist ja auch dort der Warp Forest. Okay, den Block abbauen und schnell einsteigen. Okay. Boot kaputt, nicht schlimm. Und rein in die Festung. Boah, kann der Zombie-Pigman bitte weggehen. Also, ey, wirklich, ich wollte nicht mit dem Schwert schlagen, weil, ne, Sweeping Edge und das, obvious, dass der Kollege jetzt direkt droppt, ist keine große Überraschung. Und da sind sie. Alright, mehr Warzen. Sehr, sehr, sehr gut. Ja, das sollte auf jeden Fall auch erstmal reichen. 25 Stück. Top. Damit können wir uns jetzt mal wieder zurück zum, zum Schwein aufmachen. Und mit dem Schwein in den Warp Forest die letzten Enderperlen farmen. Und ja, und dann halt wieder zurück in die Overworld. Da vorne ist er. Da sind unsere Endermen. Die brauchen wir. Kommen wir. Ja, das sieht gut aus. Da sollten wir eigentlich sogar ganz gut langkommen. So, wir sind, ich glaube, tatsächlich jetzt mal bei einem Warp Forest angekommen. Wir sind in der Lage, Endermen und Enderperlen zu farmen. Ja, genau auf diese, also nach diesem Konzept. Kann es ja an sich weitergehen.
Und 10 Stück. Ne, 11 sogar schon. Haben beide gedroppt. Ja, wow. So, Enderperle Nummer 14. Und 15. Läuft. Läuft sehr gut. So. Sorry, Bro. Und wir sollten 16 Enderperlen haben. Geil. 17 sogar. Das sollte auf jeden Fall reichen. So, unsere Koordinaten sind halt leider sehr, sehr hoch. Wenn ich jetzt halt sagen würde, ich möchte den Nether wieder verlassen. Das möchte ich. Müssen wir halt eigentlich fast schon wieder zurück zu unserem alten Portal, beziehungsweise auf jeden Fall die X-Koordinate mal ein bisschen weiter runterpacken. Also, zur Erklärung, was wir jetzt machen. Ich gehe jetzt in die Overworld, muss einmal den Chunk laden, weil das nicht funktioniert, dass ich das Schwein einfach so durchschicken kann. Ich muss vorher einmal hier in die Overworld gegangen sein. Muss das Portal wieder mit dem Lava einmal deaktivieren. Lava unten platzieren, aber dann keinen Block, so wie beim letzten Mal, sondern die Lava wieder einsammeln. Weil ich muss wieder nochmal durch und ein weiteres Mal mit Lava das Portal deaktivieren. Wir gehen jetzt erstmal durch. Bitte oben, jetzt nicht in der Höhle. Ja, perfekt. So, jetzt sind wir mal wieder hier stuck. Das war einmal zu viel. Das hat aber geklappt. Sehr gut. Jetzt ist der Chunk hier geladen. Wir gehen wieder durch. Jetzt kann auch das Schwein hier durch. Wir machen das Ganze wieder so. Nehmen uns wieder eine frische Lava mit und können jetzt an sich das Schwein durchschicken und uns eben auch. Schwein durch. Das zweite Boot nochmal mitnehmen. Basti durch. Basti ist durch. Das war knapp. Aber wir haben es geschafft. Und wir sind in der Overworld. Mit unseren Blaze Rods, mit unseren Enderperlen. Und wir sind an einem sehr, sehr, sehr stabilen Punkt. Wir sind auch bei stabilen Koordinaten, wieder in der Nähe von 0,0. Und ja, können uns jetzt aufmachen auf die Suche nach einem Stronghold. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nein. Das ist... Es war doch noch so jung. Es hat den gesamten Nether überlebt. Und jetzt, ich habe den Creeper gesehen. Ich wusste, dass es das war. So, das ist jetzt halt echt ein ganz guter Vorteil. Denn wir werden unter anderem auch Phantome uns jetzt holen können. Die werden auf jeden Fall jetzt auch nochmal spawnen. Dann können wir uns Phantommembran machen. Könnten rein theoretisch im Ernstfall auch Slow Falling uns und dem Schwein geben. Falls wir wieder eins haben werden. Ja, ich kann mir eigentlich auch, by the way, schon denken, dass wir nicht so schnell ein neues Schwein finden werden. Da sind natürlich wieder Kühe. Und hier sind wir seit Ewigkeiten mal wieder am Festland. Dann können wir auch direkt mal gucken. Enderauge Nummer 1. Koordinaten sehen gut aus. Zeig mir den Weg. Alright, wird gemacht. Hä? Wir haben Schweine! So, amigo. Zack, zack. Und wir sind wieder zurück. Das heißt, Strongholds können wir erstmal ein bisschen angenehmer finden. Sehr, sehr, sehr nice. Ich muss mich jetzt nicht mehr auf richtig Krampf hier lang bauen. So, es wäre jetzt doch schon ganz cool, wenn die Enderaugen wieder zurückgehen würden. Ich möchte jetzt nicht mehr den Ozean. Ja, das sieht leider nicht so gut aus. Kannst du jetzt bitte umdrehen? Ja. Gut, wir gehen mal dort hinten hin, in dieser Wanne und hoffen... Ja, also wenn wir uns halt im Ozean runtergraben müssen, dann müssen wir das halt mehr von der Seite machen und mit dem Schwein gemeinsam runtergehen. Alright, es geht zurück. Das ist gut. Das ist ehrlich gut. Yep. Wir haben leider aber keinen Redstone zum Verlängern. Sollten wir irgendwie unten nochmal Redstone finden, wäre das cool. Okay, das sieht aber schon mal so danach aus, als könnten wir uns auf dem Festland runtergraben. Alright, das heißt, wir graben uns hier runter und dann nochmal ein Stück nach Osten. Und dann sollte da rein theoretisch das Stronghold sein, nach 14 Stunden. So, Basti und sein Schwein machen sich auf die Suche nach dem Stronghold. Das ist der Block, den ich sehen möchte.
Das sieht sehr, sehr, sehr gut aus. Einmal droppen. Und das Achievement der Achievements. I Spy. Wir sind nach 14 Stunden im Stronghold. Oh, ja, das ist ja perfekt. Super. Nochmal nebenbei ein bisschen in die Cave. Es wird hier sein, zu 100%. Also hier den Gang runter. Wird jetzt der Portalraum sein. Das hatte nämlich schon mir mein Feeling gesagt. Schwein, du weißt nicht, worauf wir uns hier einlassen, by the way. Ich muss dir aber auch ehrlich gestehen... drei Augen. Schwein, ich sag dir auch eine Sache. Ich habe das Gefühl, du kannst hier ehrlich gesagt gar nicht mitkommen, ne? Ich glaube, das große Problem an der Sache ist, dass, ja, der Chunk ist genauso wie im Nether nicht vorgeladen. Ja, das wird jetzt sehr, sehr interessant. Das wird sehr, sehr interessant. Dann lass es uns tun. Kriegen wir es hin, ein zweites Mal Minecraft ohne WASD auf einem Schwein durchzuspielen? Wobei die große, große Frage jetzt überhaupt erstmal ist, haben wir wieder so ein großes Glück und können mit einem Schwein überhaupt, zur Main-Insel oder muss ich den Kollegen zurücklassen? Erstmal, wenn ich jetzt dort mit dem Schwein reinreite, wird es so sein wie im Nether. Ich werde nicht teleportiert, glaube ich. Deswegen muss ich jetzt genau dort rüber, glaube ich, abspringen. Oder ich muss es mal, also, ich hoffe mal, dass das so klappt. Ist er mit? Es müsste eigentlich funktioniert haben. Ja! Oh mein Gott! Bro! Ja, das ist nicht viel. Oh Gott, das wird jetzt ganz anstrengend. Wir machen es mal so. Guck mal, es gibt für alles eine Lösung, mein Bester. Du kannst mit mir gemeinsam spielen. Das ist so krank alles. So, Bro, wir haben einen Termin. Hast du ihn gerade gehört? Ich glaube, es wird Zeit, dass wir uns mal an die Arbeit machen. Oh mein. Bro. Bro, warum bist du denn zurück dahin gelaufen? Oh, das kannst du keinem erzählen, Bro. Oh nein, ich wollte... Egal. Oh Gott, alright, dann... Dann müssen wir es wohl ohne das Schwein machen. Das Gute ist jetzt erstmal, durch Slow Falling habe ich eine gute... Er wird mich halt jetzt wahrscheinlich... Oh, wird er gar nicht? Wegschleudern. Come on. Zwei Türme nur noch. Ein kleines Stück nach hinten. Let's go. Come on. Alle Türme weg. Aus. Nein, natürlich. Den habe ich nicht vergessen. Okay. Ich würde sagen. Drache. Ich muss jetzt ehrlich gesagt gar nicht so viel mich bewegen. Ich komme auch so zurecht. Wie viele... Ja, Pfeile sollten eigentlich ausreichen. Ja. Hallo. Ich glaube, wir sind auf einem sehr, sehr guten Weg gerade. Slow Falling, also wirklich Slow Falling ist so wichtig gerade. Einmal daran werfen. Ja, das funktioniert so semi-gut, aber es funktioniert. Sehr guter Damage. Oh, wir haben's. Das muss es gewesen sein. Mein Bester, es tut mir mal wieder leid. Es tut mir auch sehr leid für die Schweine, die während des Runs, sagen wir mal... naja. Ich hab's für die Schweine getan. Okay, ich hab's wirklich für die Schweine getan. Und zwar
Minecraft durchgespielt ohne WASD in 2023. 4 Jahre später. Nachdem wir eine der legendärsten Challenges, die es jemals hier auf diesem Kanal gab, geschafft haben, haben wir es erneut. Wirklich 4 Jahre später. First Try geschafft. Bedeutet Back to Back. 2019 auch im First Try. 2023 im First Try. Ist jetzt wäre eine coole Überleitung für 2027. Ja, wer weiß, vielleicht irgendwann. Leute, ich sag euch ehrlich, ich liebe diese Challenge bis heute immer noch so sehr und hoffe, dass sie euch genauso viel Spaß gemacht hat. Sollte das der Fall gewesen sein, lasst unbedingt einen Like da, abonniert diesen Kanal, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Ich bin absolut happy. 14,5 Stunden. Schon, wir haben ein bisschen länger gebraucht als beim letzten Mal, aber dazu muss man auch sagen, werden es diesmal auch ein bisschen schwieriger. Also, Schweine der Nether, da waren schon echt ein paar harte Probleme dabei. Aber das macht das Ganze zu einer sehr, sehr geilen Challenge. Ich würde auch ganz gerne noch ein bisschen weiter so rumlaufen. Ein absoluter Traum. Ich, boah, ich liebe es. Ich würde sehr gerne noch mit weiteren, vielleicht Legendary Challenges machen, wenn ihr da Ideen habt. Ich habe dir eine absolute Lieblings-Challenge, die unbedingt nochmal gespielt werden soll. Dann schreibt es auf jeden Fall gerne in die Kommentare. Es würde mich sehr freuen, wenn wir uns beim nächsten Video oder beim nächsten Livestream wiedersehen. Bis dann. Macht's gut. Haut rein. Ich muss jetzt mal wieder genießen und ciao, ciao.